Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen, unserer Großstadt, Hauptstadt. Und wir sind ja doch sehr stark gewachsen, haben in der letzten Folge hier die Vorbereitung getroffen für den Universitätscampus, den wir jetzt hier errichten wollen. Wir brauchen dringend den Zugang zu höherer Bildung, um dann auch die Nachfrage an Büros zu steigern. Das Gelände haben wir schon mal markiert mit dieser breiten Straße. Ich will jetzt hier diese Objekte bauen, also die Universität mit der Technischen Uni und die Medizinische Universität. Wo eigentlich sind es ja Fakultäten. Das müssen wir erstmal freischalten. Wir haben ausreichend Entwicklungspunkte. Also wir schalten Universität frei, die Technische Universität, die Medizinische Universität. Nutzen dieses Gelände. Wir müssen hier erstmal für eine ebene Fläche sorgen. Das ist auch so. Denn, lass mal gucken, wie groß diese Objekte sind. Also die Universität geht, also müsst das wahrscheinlich so platzieren, hier entlang der Höhenlinien. Also hier, dann haben wir hier die Technische Universität. Oh, die kriegen wir wahrscheinlich gar nicht rein. Vielleicht setzen wir die hier auf der anderen Seite der Perlenstraße und die Medizinische Fakultät hier vorne hin. Auch so ein bisschen schräg angeordnet. Das Parkhaus geht erstmal temporär zur Seite. So, dann brauchen wir Straßen, die entlang dieser Höhenlinien gehen. Das geht aber ganz gut. Also hier können wir was hinsetzen, genau. Dann machen wir erstmal die medizinische Fakultät. Die kriegen wir hier wunderbar hin. Das ist gut. Dann ebnen wir das Gelände ein. Das Spiel kennen wir hier mit unseren Herausforderungen. Aber ich möchte hier vorne dann eine angepasste Ebene haben für die Medizinfakultät. So, die kommt hier vorne hin. Gelände bitte nochmal. Zack. Wir haben ein Pharma-Industriegebäude. Das ist auch interessant. Bisher haben wir noch gar keine Spezialisierung gesetzt. Das müssen wir mal in gesonderter Folge angehen. So, wir haben jetzt hier die Universität. Die will ich davon vielleicht so ein bisschen abgrenzen. Dann können wir dazwischen vielleicht noch Wohnheime platzieren. Also wir gehen hier entlang und dann machen wir oberhalb der Straße des 3. Oktober. Also auch da ist, glaube ich, nochmal Bedarf für den Entwickler Colossal Order, da mal ein bisschen Varianz in die Straßennamen zu bringen. So, die Universität, die ist noch in die Tiefe. Upsala. Also dann müssen wir hier noch mehr Erde bewegen. Haben hier die Universität. Werden hier zwischen hier eine Reihe Gebäude setzen. Und das gleiche machen wir auch hier. Da haben wir schon eine hohe Hürde, aber das ist so, muss man halt mit dem Fahrrad ein bisschen strampeln. Und die Technische Fakultät, wo haben wir sie? Die platzieren wir auf der anderen Seite. Das heißt, wir können direkt hier schon mal diese drei Zellen kaufen. Da machen wir kein langes Federlesen. Wie sind denn hier gute Höhenlinien? Also nochmal gucken, Größe. Puh. Das ist ja schon alles sehr steil, geht auch grob, ziemlich in die Tiefe. Vielleicht nehmen wir das Gelände hier. Ja, okay. Also schnappen wir uns diese Höhe.
mal ein bisschen größer machen. Haben hier einiges an Erdarbeiten. Die technische Fakultät wäre auch platziert. Wir ziehen auch hier die Straße hier entlang. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier runterkommen. Da brauchen wir die Terrainsteigung. So. Ich möchte hier hin, dass wir hier die Kreuzung haben und das gleiche dann hier. Wir brauchen das Kurvenelement. Eine Verbindung hier hin. Eine Verbindung zum Hauptgebäude und eine Verbindung hierüber zur medizinischen Fakultät. Das brauchen wir auf der Gegenseite auch noch. Da arbeiten wir noch mal mit dem Gelände. Alle Fakultätsgebäude angeschlossen. Prima. Vorne die Verbindung fehlt noch. Die hatten wir abgerissen in der letzten Folge, als wir die große Straße gezogen haben. Das korrigieren wir. Gut, dann werden wir jetzt hier also ein paar Wohnhäuser, ja, blieb Mietwohnungen. Vielleicht machen wir hier mal so ein paar Gewerbegebäude hin. Die sollen dann Kiosk, die Mensa, die wäre ja wahrscheinlich hier irgendwo bei irgendwelche kleinen Imbissbuden und die Copyshop, was man halt so braucht, wenn man nochmal schnell seine Abschlussarbeit drucken muss. Und dann auf der Seite brauchen wir kleine Zellen für die Wohnheime. Das wächst auch unmittelbar. Wir können das Gelände hier ein bisschen einebnen. Dann natürlich hier Wege hochziehen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Wir gucken hier noch irgendwelche Assets, die wir hier platzieren können. Pergolas sind natürlich eigentlich ganz lustig. Ah, hier kann man noch solche Automaten platzieren. Das ist ja auch eigentlich ganz witzig, aber die kann man halt nicht hier an die drauf platzieren. Naja gut, das machen wir vielleicht nochmal in einer gesonderten Folge. Also ich möchte jetzt erstmal hier Fußwege, dass die Leute von hier oben runterkommen. Dann gehen wir hier zwischendurch. Oben, das können wir auch ein bisschen ausdünnen. Wir können ja auch noch mal vielleicht einen Weg um die Hochschule rumsetzen. Ich denke, ein Parkplatz macht Sinn. Das heißt, wir werden auch hier noch mal ein Parkhaus kaufen. Da haben wir hier in der Beethovenstraße, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten. So, das ist gut. Vielleicht gehen wir hier mal mit so einer Gasse. Gibt es doch diese Gasse?
Gasse, genau, dann hier dran vorbei. Ne, ich möchte die gerade haben, die Straße, dann können wir natürlich ein paar Sportgebäude dran setzen. Also, und zwar hier diese Parks, Sportparks, also Freiluft Fitness, der ist ja schön klein. Basketballplatz. Tennisplatz auf der Seite auch nochmal ein Basketballplatz. Ein kleiner Park. Gut, die Fußgänger sollen ruhig hier auch nochmal außen rum laufen können. Und dann schließen wir hier an. Wunderbar. Und dann werden wir hier nochmal das Gelände wieder einebnen. Und dann können wir nämlich hier auch noch einen Fußweg zu der Perlenstraße machen. Das müssen wir ein bisschen hoch ändern, denn hier ist ja doch schon einiges an Höhenunterschied zu überwinden. So kann man es aber machen. Hier drüben noch hin und dann können wir von hier aus kommen auch nochmal hier hoch. Das ist doch prima. So, guck mal an, dass die Wohnheime hier an der medizinischen Fakultät sind alle entstanden. Das ist sehr schön, da brauchen wir gerne mal einen Parkplatz. Wo haben wir ihn? Hier vorne. Die Bus- und Straßenbahnverbindung brauchen wir auch noch. So, die Studierenden parken einfach wie die Wilden an der Straße. Das wollen wir verhindern. So, kriegen wir hier einen Parkplatz rein. Idealerweise wieder die Tiefgarage. Nein, dann der lange Parkplatz. Den kriegen wir hier aber hin. Einen hier. Und der kleine passt auch nicht. Bescheidener Parkplatz, der passt aber rein. Sehr gut. Oh, hier ist schon einiges an Verkehr. Das gefällt mir aber eigentlich ganz gut. So, auf dieser Seite sollten wir auch mal ein bisschen was machen an Wohnheimen. Wir brauchen die Straße. Dass es dann von hier aus weggeht. Und dann auf der linken Seite der Brandstraße werden wir auch noch mal ein paar Wohnheime platzieren. Vielleicht auch noch mal hier so diese eine hohe Dichte. Wir gucken mal. Also drei und dann noch hier so Zweier. Auf der gegenüberliegenden Seite möchte ich das aber nicht. Hier wäre noch Geschäfte. Und dann machen wir hier entlang der Birkenstraße diese Doppelnutzung mit den, also Wohnheims oder Mietwohnungen, unten sind Geschäfte. Das, ach, der Bedarf ist ja immens hoch. Hier vorne auch noch mal ein Fußweg zur Uni. Ja, das gefällt mir wirklich schon ganz gut. Hier vorne dann quasi so eine Art
Parkbereich, da können wir mal ein paar Bäume platzieren. Also Pinselstärke, Größe verkleinern. Und dann haben wir hier ein paar Eichen noch. Dann schließen wir quasi hier oben die Perlenstraße, den Zugang zur Perlenstraße ab. Da will ich dann auch auf die Seite gar keine Häuser setzen. So, da vorne kriegen wir schon wieder ein Krematoriumsproblem. Das liegt aber daran, dass wir hier diesen Stadtteil neu definieren müssen. Das machen wir auch neu, dass wir sagen, also das wird ein neuer Stadtteil. Entlang der Ruhr. Da brauchen wir nochmal einen guten Namen. Das überlegen wir uns aber dann. Peter Wilhelms Felde. Wir brauchen dann natürlich hier auch nochmal die ganzen Dienstleistungen für die städtischen Dienstleistungen. Wir können also jetzt hier die Bushaltestellen schon mal platzieren. Hier kommt eins hin, die Straßenbahn ebenfalls. Die werden wir dort platzieren. So, kann die. Brauche ich eigentlich hier nochmal irgendwie eine Möglichkeit, dass die Straßenbahn hier wenden kann? Ne? Das wäre eigentlich noch ganz elegant, dass die jetzt so. Also hier quasi hält, also hier Hauptbahnhof hier hält und hier dann dreht, das bauen wir uns aber einfach. Also, wobei die kann ja hier drehen, hier rum, hier rum, hier rum, muss aber dann hier vorne drehen. Das heißt, wir müssen hier an der Dampfstraße mal so einen Wendehammer bauen für die Straßenbahn. Geht das? Ja, das geht. Also von hier aus kommend geradeaus weg. Und dann machen wir 40 Meter wollte ich eigentlich machen. Nochmal. Also hier weg. So 180. So, und dann 40, 40. Passt doch ganz gut mit dem Wendehammer. Hier vorne die Zebrastreifen noch nicht weg, die wollen wir hier nicht haben. Eine etwaige Ampel auch nicht. So, achso, da kommen die Leute jetzt von hier aus nicht mehr rüber. Okay, das ist so. Muss aber gar nicht so sein. Naja, gut. Dann können wir jetzt auch direkt die Straßenbahn setzen. Also, wir starten. Hier fahren hier nach Marxloh, fahren hier zur Uni-Haltestelle, hier wieder zurück, näher ran, damit wir es besser sehen. Na, ich möchte hier. Hierhin. Dann drehst du hier und wir schließen hier ab. So, das schauen wir uns direkt mal an. Straßenbahn, das ist jetzt die Universitätslinie.
Da reicht ein Fahrzeug. 4 Euro ist der Ticketpreis. Farbe machen wir so rot. Okay, was ist hier? Keine Fahrzeuge. Okay, wir brauchen ein größeres Depot. Straßenbahndepot. Ach, die Erweiterung haben wir schon. Okay. Dann gucken wir mal, welche wird denn hier schlecht genutzt. Vielleicht ziehen wir hier mal ein Fahrzeug ab und lenken das um. So, hier sterben die Studierenden. Das geht schnell. Dann brauchen wir hier vorne hinter der Fakultät eine Verbindung. Das machen wir dann. Also, dann müssen wir hier geradeaus weg. Senkrecht, sehr gut. Folgen dieser Straße und gehen dann hier rein. Hier kommt dann das Krematorium hin. Und das ist verantwortlich für den Universitätscampus. Können wir einmal umbenennen. Universitätscampus. Gut. Wir können noch ein paar Straßen wegmachen, dass wir hier Leute haben, die dann hier wohnen können. Platzieren wir Wohnhäuser mittlerer Dichte. Wir brauchen natürlich Schulen, das Problem kennen wir schon, städtische Grundschule. Hier können wir auch direkt wieder erweitern. Und setzen Sie auf diesen Bezirk das gleiche mit der Highschool. Städtische Sekundarschule, die passt sogar daneben. Nehmen hier gemischte Wohngebäude für den Teil hier. Da nehmen wir euch mal dran eine Dreier-Tiefe. Die Gebäude werden ja wieder hoch. Ich glaube, hier können wir uns das leisten, entlang der Perlenstraße ebenfalls, damit das nicht zu hoch wird. Hier haben wir nur 2, das ist gut. Ein paar Parks auf dieser Seite, den Hundepark nicht, der kleine Park. Hier ganz gut hin. Fußwege, das alte Spiel. Das sollte ja hinter ganz gut durchpassen. Aber damit haben wir das Gelände hier schon mal wieder ganz gut gefüllt. Hier vorne haben wir noch ein paar Geländetreppen, die wollen wir auch ein bisschen glätten hinter der medizinischen Fakultät. Und auf dieser Seite machen wir das, was wir auch drüben gemacht haben, dass wir hier wie hier auf der Seite nochmal rausgehen mit einem 90 Grad Winkel, genau. Bis hier vorne und dann gehen wir hier einmal entlang, 90 Grad bis zum Parkplatz. Na, dann gehen wir hier in der Kurve entlang der Ruhr. Da haben wir doch hier eine schöne Verbindung unten
entlang. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen das Gelände einnehmen. Dann können wir nämlich noch ein paar Häuser platzieren mit diesem Küstenelement. Es wird natürlich schon sehr eng hier. Aber gut, das kann ruhig auf beiden Seiten sein. Wir gucken mal, wo Platz ist. Also hier gucken wir mal, diese amerikanischen, die sehen ein bisschen komisch aus. Also hier ist Platz, hier ist Platz, hier wird es schon zu dünn. Hier können wir es hinsetzen. Ich glaube, der Teil geht auch noch, hier überall nicht. Hier ist es zu eng, hier geht es dann wieder. Da haben wir gucken, ob ich das Gelände hier geglättet. Ne, auf der Seite, dann lassen wir das auch auf der Seite, dann sind die nur hier. Und dann werden wir hier so ein bisschen noch die harte Kante auf der gegenüberliegenden Seite setzen wir kleine Reihenhäuser. Also nur Zweier und dann wieder abwechselnd das amerikanische und das europäische. Dienstleistungen, Briefkästen natürlich. Das brauchen wir auch hier vorne an der Schule, dann an den Universitätsgebäuden natürlich. Das gleiche hier vorne. Ein hier unten an die Perlstraße. Hier im Krankenhaus ist auch keins. Okay. Ja, das ist gut, weil Geld sprudelt. 125.000, 126.000. Das ist gut. Wir brauchen nochmal eine Internetverbindung. Das gehört hier natürlich in die Nähe des technischen Campus. Einmal hier vorne. Und dann vielleicht hier noch, dass der Internetzugriff natürlich gewährleistet ist. Wir brauchen Polizei, wir brauchen eine Klinik. Meine Klinik brauchen wir nicht, haben wir ja da vorne, das ist ja Quatsch. Die ist aber nicht begrenzt, oder? Nee, die braucht Pharmazeutika. Spezialbehandlung, okay. Aber wir brauchen eine Feuerwehr. Vielleicht platzieren wir die hier an die Ecke von der Schulstraße. Und die Polizeiwache. Ebenfalls gegenüber, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Kurz mal den Blick heben, irgendwelche Alarmmeldungen, wir haben viele Staus, aber ansonsten unproblematisch. Das ist doch prima. So, diese harte Kante werden wir auch glätten. Und dann Bäume pflanzen. Ja, und hier noch Parkelemente. Ja, wir gucken mal eben, wie sieht es jetzt eigentlich hier mit der Arbeitslosigkeit aus? Das ist ja immer noch so ein ungelöstes Problem. 20%. Ja. So richtig doll ist das nicht. Wir mal, dass wir hier diese Verbindung noch setzen und auch das hier noch mal entwickeln, das Gelände. Das ist schon relativ steil, aber damit muss man leben können. Also gucken wir, dass wir es hier noch ein bisschen abflachen. So, und können dann die Straße hier weiter runterziehen. Vom Universitäts
Campus hier, gehen wir nochmal gerade raus. Mitten an der eine normale Straße. Platzieren hier nochmal halt falsch einen Parkplatz. Sehr großer Parkplatz. Den platzieren wir mal hier. Ruhig hier vorne. Genau. Das Bushaltestellen hatte ich hier schon platziert. Das ist in Ordnung. Gucken wir jetzt gleich die Buslinien da setzen. Dann können wir hier nämlich noch ein paar Straßen setzen für die Wohnheime. Ich möchte die Straße nicht haben, also Zone. Weg. Das Spielchen kennen wir schon. Hier hinten können wir jetzt mal ein paar größere Objekte setzen. Aber auch nur Dreier. Damit die nicht zu übermächtig werden. So. Und so. Ein bisschen was Regelmäßiges. Halt, da können wir auch einen Dreier draus machen. Passt da so eine Gasse dazwischen, das wäre ideal. Passt, wunderbar. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich dann hier noch im Park hin platzieren kann. Guck mal, kleiner Platz ist zu groß. Kleiner Park passt, wenn ich diese Hilfslinie hier wegmache. Fußballplatz ist auch noch sinnvoll. Gucken mal, wo der hin kann. Ach, die haben hier sogar Basketballplätze an der Technischen Universität. Okay, interessant. Schauen jetzt mal nach dem Bedarf an Objekten. Also hier, Sekundarschule sind wir gut, Grundschule geht auch. College ist schlecht, dann müssen wir hier nochmal, auch wenn es ein bisschen widersinnig ist, hier nochmal, ich müsste mal die hier vorne hinsetzen, ne? Diese Fachhochschulabteilung, das müsste eigentlich nach Querenburg. Wir schließen diese Folge jetzt damit ab, dass wir hier noch mal ein paar Straßenverbindungen setzen. Hier ist dieser Fußweg schon mal im Weg. Aber ich möchte jetzt hier noch mal ein bisschen dieses Gelände fertig entwickeln, damit wir sagen können, der Universitätscampus ist fertig. Diese Seite Einfamilienhäuser. Vorne auch, da können dann die Familien der Beschäftigten zum Beispiel wohnen. Wahrscheinlich brauchen wir hier aber auch noch mal eine Geländeanpassung. Ja, das sollten wir tun. Hier noch mal so eine Stufe einbauen für mal hier vorne, da links brauchen wir noch was, damit wir hier hochkommen. Kriegen wir das hin? Ja. Also nochmal rechte Maustaste. So. Dann kann ich mich hier durch. Ja, 90 Grad, bitte. Um die Kurve rum.
die Grundschule, haben wir noch vielleicht eine kleine Grundschule. Das muss reichen, die können wir aber trotzdem. Das heißt, der Erweiterungsflügel und das ist die Sportanlage, die brauchen wir nicht. Auch hier ein paar Einfamilienhäuser. Aber ich glaube, damit haben wir hier schon wieder einen guten Schritt nach vorne gemacht. Da vorne kommt nichts hin. Lang der Perlenstraße hier auch ein paar Mehrfachnutzungen. Das macht Sinn. Und dann zum Abschluss noch ein paar Möglichkeiten, das hier zu Fuß zu erschließen. So gut es geht, die harten Kanten wegmachen. So, jetzt können wir das hier noch abschließen. Wir haben gerade überhaupt gar keinen Bedarf an Gewerbe, deswegen passiert hier oben nichts. Ist aber nicht so wild. Aber damit haben wir die technische Universitätsteile auch integriert. Hier oben, das entwickeln wir dann doch nochmal wann anders. Das müssen wir jetzt nicht auch noch diese Folge machen. Da müssen wir auch gucken, wie wir dann den Übergang hier hin machen zu diesen zu unserem Nahverkehrsdepot. Vielleicht brauchen wir hier noch mal ein bisschen mehr Platz, damit das hier etwas besser integriert werden kann. So in die Landschaft. Das ist doch besser. Prima. So, das können wir auch noch glätten. Ist alles relativ steil hier. Das ist so, aber das Geländeproblem kennen wir ja. Muss uns aber auch nicht weiter stören. Gut, ich werde jetzt hier noch ein paar Bäume platzieren und dann aber diese Folge an dieser Stelle auch beenden. Wir haben, glaube ich, einen großen Schritt wieder nach vorne gemacht. Dass wir hier unsere Stadt weiterentwickelt haben. Wir sind weiterhin eine Hauptstadt, was ich unglaublich interessant finde. Wir sind im Frühling, sind schon wieder bei 3 Millionen Euro. Also das ist wirklich sehr positiv, dass das so schnell geht mit dem Geld. Also ein Geldproblem hat man tatsächlich dann irgendwann nicht mehr in diesem Spiel, sondern irgendwann ist der Turnaround geschafft. Das ist, glaube ich, echt ganz positiv. Prima, die Buslinie machen wir nächste Folge. Dann gucken wir uns nochmal an, ob soweit alles passt. Den finalen Blick auf unsere Universitätslinie. Die nutzt quasi keiner. Aber das ist nicht so schlimm. Wir werfen den finalen Blick auf unseren Campus, den wir jetzt entwickelt haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.